Herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Lieblingsspiel, und zwar Minecraft. Und zwar will ich jetzt mal ein Tutorial starten für die Leute, die sich nicht so gut mit Minecraft auskennen und denen es zu lange dauert, alles nach und nach durch die Let's Plays zu erfahren. Deswegen habe ich mir jetzt mal gesagt, werde ich ein Tutorial machen mit den Basics, wo ich einfach mal alles zeigen werde. Ich werde deshalb ein neues Spiel starten. Ich habe jetzt keine Modifikationen drauf. Das heißt, alles ist wie das Originalspiel. Und dann werde ich euch das nach und nach zeigen. Wer dann Lust hat, also wer den Kanal entdeckt hat durch diese Tutorials, kann dann gerne meine Let's Plays anschauen. Dort spiele ich mit Modifikationen. Also am Anfang noch nicht, das kommt dann noch. Und ja, und ich will euch das einfach mal zeigen, weil es wurde gesagt, oder ich wurde schon oft gefragt, wie geht das, und ich will das einfach jetzt mal zeigen. Und er generiert die Welt. Wir sind hier in dem Spiel Minecraft. Jede Welt ist zufällig generiert. Das heißt, es wird nie ein... keine Welt wird sich gleichen. Gut, wie ihr seht, es ist relativ hässlich. Es ist jetzt nicht das hübscheste Spiel, aber ich finde, es hat etwas. Es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, ach du Scheiß, was ist das, sondern... Ja, ich weiß nicht, ich bin gar nicht so, so abgeneigt von der Grafik. Sie sieht zwar hässlich aus, das sind 16x16 Pixel auf so einem Block hier. Ja, aber sie ist gewöhnungsbedürftig. Ich finde, nach der Zeit sieht man auch die Schönheit in Minecraft. Nun gut, als erstes ist es wichtig in Minecraft, sich Holz abzubauen, weil man mit Holz erstmal alles Notwendige herstellen kann. Man macht einfach einen Linksklick auf so einen Baum oder einen Holzklotz, damit man das abbauen kann. Dort findet man gleich, wie ihr jetzt seht, was ich in der Hand habe, so einen Holzblock. Ja, und das macht man dann halt erstmal. Und ich würde sagen, das macht man so, wenn man ungefähr, na, lass mich sagen, 20 Holzblöcke hat, beziehungsweise 16. 16 Holzblöcke ist so, glaube ich, das Beste am Anfang. Das ist so ein Mittelding einfach. Ich würde jetzt einfach mal kurz sammeln. Mit diesen 16 Holzblöcken kann man nämlich verarbeitetes Holz herstellen. Und ich sage 16 Holzstücke, weil ein Holzstück, was man hier aufsammelt, bringt 4 verarbeitete Holzstücke, wenn man sie verarbeitet. Und 16 mal 4 ist dann 64. Und 64 ist ein Stapel, also ein Stack, oder wie man es halt nennt. Und deswegen bin ich immer auf 16 aus, damit ich genau ein Stapel verarbeitetes Holz haben werde. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Ja, noch 2 Stücke, damit das Holz abgebaut ist. Und wie ihr seht, es gibt jetzt bei Holzstücken keine Gravity, das heißt, die kommen jetzt nicht runter. Die Blätter werden sich von den Bäumen langsam in der Beta jetzt abbauen. Es funktioniert... Ich glaube, das funktioniert noch nicht hundertprozentig. Nun gut, hier haben wir das Inventar. Da seht ihr meinen Avatar. Und nun gut, also wir haben bis jetzt nur Holz aufgesammelt. Und dieses Holz können wir in unser Crafting-Feld legen, indem wir es einfach in eins der Felder tun. Das ist ein 2x2-Feld mit insgesamt 4 Kästchen, das seht ihr ja. Und wenn man das irgendwo hier reinlegt, das ist jetzt egal, bei dem Stück Holz, das ist einfach nur Holz, kann man es in Wooden Planks, das sind Holzplatten, aber ich nenne es jetzt mal verarbeitetes Holz. Wenn man dann einen Links- oder Rechtsklick drauf macht, kann man sich da jedes Mal 4 Stück holen von einem Stück Holz. So, dann hat man hier 64 Wooden Planks, also Holzplatten. Und mit denen kann man schon relativ viel machen. Wichtig ist es auch am Anfang, sich das Allerwichtigste im Spiel, sich eine Workbench zu bauen, also eine Werkbank. Das macht man, indem man hier einmal diese Felder viermal, also überall eins ausfüllt, und man macht die jedenfalls einzeln rein, indem man einfach einen Rechtsklick auf das Feld macht. Dann werden die Stücke einzeln gesetzt. So, die Workbench, mit der kann man alles in dem Spiel kreieren. Die zieht man hier einfach raus. Und setze ihn das nicht in das Inventar, das ist hier. Und hier ist die Aktionsleiste, wo deine ganzen Sachen drin ist, die du in die Hand nehmen kannst. Und ja, die Aktionsleiste wählst du einfach mit den Tasten 1 bis 9 halt an. Oder du drehst das Mausrad, um hier die hier auszuwählen. So, nun hast du die Workbench in der Hand. Und die kannst du mit einem Rechtsklick überall im Spiel platzieren. Zum Beispiel hier.
Dort machst du einen Rechtsklick drauf, mit Linksklick, wenn du lang genug links drauf klickst, baust du die Workbench wieder ab. Das gilt allerdings für viele Sachen. Und da ist sie, du kannst sie einfach wieder aufnehmen und dann hast du wieder die Workbench in der Hand und du hast sie nicht kaputt gemacht. Also setzen wir sie wieder mit einem Rechtsklick hin. Und wenn man jetzt Rechtsklick nochmal draufklickt, dann hat man hier dieses 3x3 Crafting-Feld mit insgesamt 9 Feldern. Und diesem Crafting-Feld kann man so ziemlich alles in Minecraft machen. Mit diesem Holz, was wir haben, können wir anfangen, uns Sticks zu bauen. Sticks sind so die Stöcker oder Stäbe. Und mit diesen Sticks kann man so ziemlich alles, alle Werkzeuge, also die Sticks sind die Voraussetzung für alle Werkzeuge. So, genau. Und ein Stick macht man, indem man ein Holzstück da oben hinsetzt. Also das ist egal, ich könnte es jetzt auch hier hinsetzen und so. Und eins darunter. Also ich könnte diese Formation könnte ich eigentlich überall machen. Ich kann sie da machen, ich kann sie da. Hauptsache eins oben, eins unten. Und dadurch kriegen wir 4 Sticks. Diese Sticks können wir einfach als Griff benutzen. Das muss man sich einfach so vorstellen. Man setzt jetzt einen Griff und das ist ein längerer Griff jetzt. So ist ein kurzer Griff und so ist ein längerer Griff. Wenn man jetzt ein Werkzeug bauen will, sagen wir mal eine Spitzhacke. Ihr wisst ja, glaube ich, wie eine Spitzhacke aussieht. Und dann setzt man das einfach mal so. Diese Blöcke setzt man hier oben hin. 1, 2, 3. So sieht eine Spitzhacke aus. Und dann habt ihr gleich schon eine hölzerne Pickaxe, also eine hölzerne Spitzhacke. Und die könnt ihr auch einfach hier rausnehmen und habt sie jetzt im Inventar und habt sie euch selber hergestellt. Das gleiche machen wir jetzt mit einer Axt. Eine Axt ist auch ganz einfach. Und da braucht ihr einfach eine Axt, ihr wisst, wie eine Axt aussieht, und deswegen macht ihr 1, 2, 3 und schon habt ihr eine hölzerne Axt. Genau das gleiche geht mit einer Sense, indem man nur diese Formation hat, und eine Schaufel, indem man einfach diese Formation hat. Das ist eigentlich sehr simpel, wenn man es einmal verstanden hat. Ja, das sind halt diese ganzen Rezepte, die man herstellen kann. Es gibt insgesamt, glaube ich, 94 oder 95 Rezepte noch. Das Spiel ist ja noch in der Beta, das heißt, es wird noch viel rauskommen. Den Link, wo alle Rezepte sind, werde ich in die Beschreibung unten tun. Das ist das Minecraft-Wiki, wo das alles steht. Und man kann sich noch etwas herstellen, und zwar ein Schwert. Ja, manche werden sich jetzt fragen, warum denn ein Schwert? Wofür braucht man denn ein Schwert? Und zwar ist das Spiel nicht nur aufbauen, sondern es gibt auch Monster in diesem Spiel, die nur nachts spawnen. Das werde ich euch gerade mal nicht zeigen, aber ich werde jetzt erstmal eine Axt bauen. Und dann geht es weiter. Und zwar werde ich erstmal die Workbench abbauen. Das nächstwichtigste in Minecraft, um die erste Nacht zu überleben, ist Kohle abbauen. Und zu der Kohle kommen wir jetzt. Kohle befindet sich meistens in so Gesteinsblöcken hier. Ich muss selber mal gucken. Am Anfang ist sie vielleicht ein wenig schwer zu finden. Manchmal hat man auch sehr viel Glück und hat es gleich am Anfang. Ihr müsst immer in so Gesteinsformationen hier am besten gucken. Da findet ihr die meiste Kohle. Kohleblöcke sehen einfach so aus wie normale Steine, nur mit so mehreren schwarzen Punkten drauf. Das seht ihr dann ja bestimmt gleich. Kohle werdet ihr niemals in Dreck oder irgendwas anderem finden, das findet ihr nur in diesen Steinen. Wie gesagt, ich könnte mich theoretisch auch unten durch die Erde graben, denn da kommt auch nach einer gewissen Zeit Stein. Ja, ihr seht hier, ist eine Höhle, auch Cave genannt. Dort könnte ich rein, nur könnte es sein, dass dort ein Monster ist. Und da ich noch keine Fackeln habe, da komme ich auch gleich zu, werde ich das erstmal nicht machen. Die Fackeln braucht man nämlich, um sicher zu gehen, dass keine Monster spawnen. Und zwar spawnen Monster nachts oder am Tag nur dort, wo es komplett dunkel ist. Das heißt, entweder in Höhlen oder wenn es halt einfach dunkel ist. Am Tag werden Skelette und Zombies verbrennen. Und Creeper, die gibt es auch noch, das sind grüne Monster, die irgendwann explodieren, wenn sie dir zu nahe kommen. Diese werden dann verbrennen, die Zombies und Skelette. Die Creeper bleiben noch eine Weile. Ich weiß nicht, wie lange die am Tag noch bleiben. Vielleicht überleben sie das auch, das weiß ich jetzt nicht. Nun gut, deswegen braucht man die Fackeln. Und zwar, wenn man seinen Unterschlupf hat und halt sich jetzt ein Haus oder eine Höhle baut, ist es natürlich nachts da drin auch dunkel. Und dann kann es passieren, dass dort Monster spawnen. Und das will man natürlich vermeiden. Und deswegen braucht man Fackeln. Wenn man die Fackeln da aufstellen stellt, werden da keine Monster spawnen. What the fuck is this?
Lava? Ich habe noch nie Lava an der Oberfläche gesehen. Okay. Das werden wir jetzt mal dezent missachten. Yo. Okay. Wir sind auf Kohlesuche. Das ist das Problem. Ah, jetzt bin ich hier reingefallen. Egal, es sieht jetzt nicht danach so danach aus, als ob man hier angegriffen wird. Was ich euch auch noch sagen wollte. Ich gehe mal hier ins Helle, weil da seht ihr wahrscheinlich nichts. Holzwerkzeuge sind die schwächsten Werkzeuge, die man sich herstellen kann. Das gleiche mit dem Crafting-Feld, was ich euch gezeigt habe, kann man auch mit Stein, Gold, Eisen und Diamant machen. Obwohl Gold genauso stark wie Holz ist. Also das bringt überhaupt nichts, das zu machen. Ja, und Holzwerkzeuge sind halt die schlechtesten Werkzeuge, sage ich mal. Ja, es ist einfach so. Und sie gehen am schnellsten kaputt. Das ist auch von je nach Material ist das entscheidend, wie schnell die kaputt gehen. Ich sehe gerade, dass es jetzt dunkel wird und ich habe noch keine Kohle. Das ist ein ziemliches Problem, weil ich sonst besteht die Gefahr, dass ich von Monstern angegriffen werde, weil die bei mir spawnen. Und das wäre sehr schlecht. Ich muss jetzt dringend Kohle finden. Das ist sehr wichtig jetzt. Ich will euch das aber unbedingt zeigen. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ich laufe mal dahin, wenn ich Glück habe. Ja, es gibt halt Maps, da sind gibt es kaum Kohle. Es gibt aber auch Maps, da findet man echt sehr, sehr oft Kohle. Das gleiche mit Eisen und anderen Materialien. Materialien wie Eisen, Diamant, Redstone gibt es auch noch. Die findet man meistens nur unterhalb der Erde. Also es ist selten, dass sie so vorkommen. Beziehungsweise bei Diamant, Gold und Redstone ist es eigentlich unmöglich. Ja, und da haben wir Kohle. Ich werde mich jetzt kurz mal hochbauen, weil wir haben es echt eilig. Und werde diese Kohle abbauen. Da seht ihr es, es ist so mit schwarzen Punkten. Und ich sehe gerade, meine Zeit ist abgelaufen. Aber das werde ich euch noch schnell zu Ende erklären. Und noch zeigen, wie man Fackeln baut. Weil ich jetzt gerade keine Zeit habe, lasse ich die restliche Kohle hier. Aber das solltet ihr eigentlich immer mitnehmen. Dadurch, als nächstes baue ich mir hier Sticks. Da habe ich wieder 4 Stück. Und wir machen es immer so, ich habe 4 Kohlen, 4 Sticks. Also ich mache eine Kohle hier hin und einen Stick. Und da hat man 4 Fackeln. Das mache ich halt jetzt mit allen. Und dann habe ich insgesamt 16 Fackeln. Und diese Fackeln kann ich mir dann mit einem Rechtsklick irgendwo platzieren. Kann ich auch wieder abnehmen und dann kann ich sie auch wieder aufsammeln. Nun gut, jetzt, oh, da ist schon gleich ein Creeper. Das ist jetzt das Problem. Hat einfach zu lange gedauert. Ich werde kurz den Part beenden und gleich weitermachen und dann weiter erklären und dann mit euch eine Höhle bauen. Und bis gleich, ciao.